Bist du denn schon im Spiel? Nein, bist du nicht. Wait for it, wait for it. Da ist er. Auf 74. Hast du schon ohne mich gespielt vorhin? Höchstens ein Level, aber ich habe nicht weit gespielt. Also nee, ich habe nicht weiter gespielt. Ich habe nur meine Samenbank gemacht und diesen Bogen gekauft, von dem ich erzählt habe. Achso. Das klingt natürlich sehr geil mit der Samenbank. Naja, ich brauchte ja Munition, um meinen Bogen spannen zu können. Und du machst gerade dein Energy auf? Ich krieg's nicht hin. Mit einer jetzt. Hand oder was? Nein, der ist halt geklemmt. Oh yeah. Hey Alderix, vielen Dank für dein Follow. Ich find's echt schade, dass gerade ein Stash-Tab-Sale ist, aber die letzten drei Season-Taschen sind nicht im Sale drin. Das wären halt nochmal 10 Punkte weniger. 10 pro Tasche. 30 Punkte. Und 100 kosten 8,80 Euro. 30 ist ein Drittel weniger. Also wäre es halt irgendwo bei 6 Euro wahrscheinlich nur noch. Aber nee. Zu wissen, dass dann bald wieder einer kommt, wo es dann mit drin sein wird, reicht mir, dass ich es mir jetzt nicht hole. Ja, freut mich, Alderix. So, Tatjana, bist du bereit? Total. Ich bin auf deine Samenbank gespannt. Ja. Wie du die aufgebaut hast. Die nächsten Samen sind ja bestimmt wieder meine. Wobei, wenn ich es jetzt sage, wahrscheinlich eher nicht. Wobei, interessanterweise war Lofir gestern ja irgendwie noch so eine Dreiviertelstunde in meiner Gruppe und ist dann so ab und zu mitgelatscht. Und da waren es immer meine Samen. Aber er meinte das nicht bestimmt daran, weil er ja schon das Spiel durchgespielt hat, also die Akte. Und wenn man dann später dieses Mapping macht, dann bekommt der die Samen, der das halt aufgemacht hat. Das Rift, okay. Ja. Hi, Kurzfrage. Schön, dass du reinschaust. Hallo, Kurzfrage. Achso, ich muss auch draufklicken, sonst komme ich hier nicht rein. Lass mich ruhig alles alleine machen. Ja, es hat halt so lange geladen, da kann ich ja nichts für. Warum haben wir denn jetzt hier schon einen Bosskampf? Endboss. Ist das jetzt nur noch dieser Bosskampf hier? Nein, Mann. Mann, ich war gerade voll irritiert. Hast du mit Bannon geredet? Bannon, ja. Bannon. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Zur Stadt. Hast du es wieder auf Deutsch gestellt? Nein. Ich bin begeistert. Kannst du das bitte ohne Lachen im Hintergrund sagen? Ich habe nur gesagt, ich bin begeistert. Ich glaube, ein Lachen war nicht zu hören. Doch, das hat man gehört. Hier, übrigens ist die Lilly jetzt hier an Bord. Das ist die Tante, wo du die ganzen Gems herkriegst. Also falls du irgendwann nochmal irgendwas brauchst. Just for your information. Ja. Ach scheiße, ich habe vergessen, den Path of Building aufzumachen. Ah, stimmt, habe ich auch nicht. Aber momentan weiß ich auch, wo ich hin muss. Ich nicht. Konstitution war es, glaube ich. Path of Building. Continue. Und du hast jetzt alle Nebenquests gemacht gestern noch? Ja. Alle. Alle. Bis auf Nico. Na gut, das sind ja... Das sind ja eher Langzeitquests und die macht man auch erst im Late Game. Und mein POB ist jetzt auch am Start. Tropical Island Map. Set. Level up! Mal sehen, wer die erste Samenbank bekommt. Ich wette, du. Ich
Ich vermute eher, dass du es bekommen hast, weil er schon ein höheres Level hat und das ja. droppt ja immer auf dem Level von dem. Meine Samenbank. Mal kann ich mir mal angucken, was du gemacht hast. Ja. Habe ich denn blaue und lila, ne? Bist du denn schon fertig? Nee, nee. Ich bin fertig. Ich muss dann halt nur noch diese Samen pflanzen und so. Achso, hier ist der gelbe, hab ich nicht gesehen. Das sind hier die Level 3 Teile hier oben. Dann kommen hier unten die Level 2 Samen. Dann habe ich unten meinen gelben Bereich. Hm. Ganz hier links ist mein blauer Bereich. Und meine habe ich noch nicht so groß gemacht. Ich habe erstmal nur den zwei. Die wir auch mal schnell machen können. Ah, okay. Und den lila Bereich können wir auch gleich mal machen. Oh, ich habe was bekommen. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Und den Zweier- und Dreier-Bereich brauchst du eigentlich nicht trennen. Aber ich fand das so von der Aufteilung her halt echt nicht schlecht. Hm. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich einen blauen. Manchmal finde ich das noch etwas unübersichtlich hier. Man muss den mit lila kombinieren. Ja, das musst du ja nicht jetzt machen, oder? Ich kann es ja hinbauen. Da muss ich hier den lila nochmal ernten. Habt ihr das mit dem Verteiler schon gemacht? Du meinst jetzt hier drin? Also in der Samenbank oder wo? Ich denke mal, bei wo sonst Verteiler? Keine Ahnung. Aber ja, ich bin hier dabei. Ich bin dabei. Oder kam gar kein Gem raus? Dann können wir wieder gehen. Oh, apropos, da fällt mir was ein. Genau. Ich wollte doch mein Gesicht zeigen. Oha. Destiny Leather ist auch geil. Hier geht's weiter. Wo ist hier? Oben rechts. Ja. Ja, also das habe ich schon angefangen, Kurzfrage. Beziehungsweise ich habe das so fertig aufgebaut. Ich muss nur noch ein paar Storage Tanks bauen. Aber sonst haben, also man hat ja so einen Bereich, wo man die ganzen Level 1 Samen anbaut. Und dann hast du ja einen Bereich, wo du dann die Level 2 Samen anbaust. Und dann später noch einen Bereich, wo du die Level 3 Samen anbaust. Oh Mann, diese Ladezeiten. Kurzfrage, du spielst wohl auch PoE, so wie das klingt. Hast du auch solche Ladezeiten? Also irgendjemand war da, der meinte, der hat auch solche Ladezeiten. So ganz habe ich es noch nicht raus, aber immerhin schon erfüllt. Es scheint ein bisschen warm hier zu sein. Leicht. Ich habe auch jetzt bestimmt wieder die letzte Stunde damit verbracht, nach einer Kühlmethode zu gucken. Aber es läuft wohl alles darauf hinaus, dass ich mir irgendwas kaufen muss, was halt dann ins Fenster gespannt werden muss. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Und hier am Dachgeschoss und das. Das ist tot, ey. Hier ist der Ossory beim Beamer. Und dort finden wir das letzte Trials. Ja, ich muss erstmal dahin finden. Bin natürlich genau woanders lang gegangen. Siehst du doch schon. Ja, so jetzt lädt es. So ganz hat er das nicht raus, aber immerhin erfüllt. Also Kurzfrage, wenn du möchtest, kann ich dir so einen Link geben. Da ist so in so einer Google-Tabelle
halt in so Kasten halt aufgemalt, was du halt wo platzierst. Das ist wirklich sehr hilfreich, wie du was miteinander verbindest und so. Ich kann dir auch ein YouTube-Video schicken. Ich finde es besser, weil ich finde das ein bisschen redundant, wie es bei Tatjana ist. Weil die Zweier brauchst du eigentlich nicht einzeln haben, weil die Dreier brauchen sowieso ein Zweier, damit sie wachsen. Deswegen macht man das alles in einem. Und bei Tatjana waren halt viele Dispenser, wie heißt das, Verzweiger, mittendrin, wodurch halt auch Plätze für Samen blockiert sind. Ja, das stimmt. Aber es kostet halt umso mehr Life Force, wobei man davon eigentlich genug kriegt, um es ringsherum zu machen. Dann ist es vom Platz her größer, man muss es redundant aufbauen. Wenn wir mal einen Samen für mich finden, dann kann ich es ja mal zeigen. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Hey Tatjana, hoffe, bei dir läuft es halt besser als bei dir. Was? Wahrscheinlich gestern mit deinem Blutaquädukt. Hi Guzzi. Ja, erstmal hi Nephalem und hi Guzzi. Schön, dass ihr reinschaut. So, ganz unten links. Ne, lauf mal Süden von dort aus, wo du bist. Habe ich dir ein Portal gerade gemacht. Dort ist ein... eine Rezeptbank und links daneben geht's zum Trials rein. Ich fange schon mal an, hier die Türen aufzumachen. Anfertigungsoption. Nein, Mann. Oh, ist das schön. Schön, du läufst direkt durch. Ja, warum nicht? War doch alles offen hier. So, damit sind wir eigentlich auch schon fertig hier, glaube ich. Perfekt. Dann können wir ja die Quest abgeben und uns beim Teleporter wieder zurückbeamen. Das klingt nicht verkehrt. Ich glaube, der 10. wird doch gar nicht so lange dauern. Meinst du vielleicht, dass es bei mir besser läuft als bei dir, Nephalem? Dazu müsste ich wissen, wie es bei dir läuft, dann kann ich dir das sagen. Oh, schön. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Wie gesagt, zum Gebiet zurück. Rivers Square. Nein, jetzt bin ich da reingegangen. Oh nein. Hey, wie hast du denn das geschafft? Ich habe dich auf der Karte gesehen, dass du nach unten gelaufen bist. Ja, ich weiß auch nicht, wie der da reingegangen ist. Naja, immerhin ging es schnell. Ist ja nur ein kleines Gebiet. Ja. Hier oben geht's übrigens zum Endboss. Später. Na, jetzt zumindest nicht, ne? Hast du keine Wunschliste in Steam mehr? Sehe nichts mehr bei dir. Ja, ich weiß Tatjana ich gar nicht. Tatjana ist wunschlos glücklich. Müsste ich mal gucken, aber ich müsste die auch mal updaten, die Wunschliste. Samen. Also ein paar Sachen sind da drauf, die ich irgendwie dann doch schon habe in der Steam-Bibliothek. Aber die sind da halt irgendwie nicht runter von der Wunschliste. Da müsste ich wenn mal gucken. Oh, jetzt kann ich bei dir mal gucken. Also ich habe bisher nur 2 von jeder Farbe, aber das reicht doch erstmal vollkommen, weil wie gesagt, das macht man dann im Late Game, weil momentan habe ich eh nicht genug Samen für alles. Genau. Die Energie von den Samen, rosa könnte man machen, aber egal, wird hier rüber in den Storage rein. Und die Energie vom Storage wird weitergeleitet an, an die Ecke, wo halt jeweilige Stufe 3er und 2er kombiniert werden. Und hier sind von allen Seiten genug Platz, um dran zu bauen. Ja, das sieht auch nicht verkehrt aus. Ja, nach unten hin rosa, nach rechts hin gelb und nach links wäre dann blau. Aber da wollte ich jetzt erstmal keine Energie wieder reinstecken. Das hat schon lange genug gedauert, das wieder alles umzubauen. Zumal man manchmal ja einmal rausgehen muss, weil die Gebäude ja als aktiv gelten. Mhm. Das Problem hatte ich auch, ich bin voll ausgerastet und der einen Typ mich erstmal aufgeklärt. Hier ist der Torch Curved, aber ich glaube, das so. Ist. Nur Stress, fragt nicht. Ich muss mal lesen, ey. Hab das Kind von meiner Ex und es geht mal nix. Oh, das ist natürlich toll. Was hältst du von Detroit Become? Ist gerade im Angebot. Das habe ich für die PlayStation, das gab's doch mal gratis. Aber danke. Hi Sarah, schön, dass du reinschaust. Sarah kommt jetzt häufiger. Sarah ist meine beste Freundin, die kommt sowieso ziemlich häufig. Das klingt auch falsch. Doppeldeutig. Bist du dafür verantwortlich, dass sie häufiger kommt, oder?
Nein, das macht sie von ganz allein. Ah, das ist aber traurig. Oh Mann. Wenn du magst, schicke ich dir das morgen oder du hast einen Spezi-Wunsch. So, wie gesagt, Detroit Become Human habe ich. Also das Problem ist halt im Moment, dass ich nicht hinterherkomme mit den Games, die ich habe und was ich so zocken kann, möchte. Verstehe. Jetzt kommt dann ja auch die Diablo Season. Dann werden wir da auch ein bisschen Zeit reinstecken, weil Shoninja und ich ja dann auch ein Team bilden, um dann an so einer Challenger teilzunehmen. Dann habe ich Last of Us 2 jetzt auch noch auf der Bank. Da hat mir ein Kumpel seine Account-Daten gegeben und dann kann ich jetzt auf das Spiel zugreifen, netterweise. Was ich mir holen wollen würde noch, ist das neue Pokémon DLC. Pokémon. Das ist so die Investition, die ich jetzt wohl erstmal tätigen werde. Warum steht der hier? Weil da die Syndikat-Member waren. Ach so. Die aber hier schon ist nicht mal gar nichts, ey. Sarah ist auch so eine Süße. Sagt wer? Gutzi sagt das. Nee, Gutzi. Auf YouTube. Sarah lacht sich erstmal weg, ey. Sarah ist echt die Königin, was das angeht, in zweideutigen Sachen, ne? Die sieht oder hört in allem irgendwas zwei. Manchmal springe ich einfach in die Wand und kann nichts mehr machen, ey. Ich hasse das. Hallo? Ah, jetzt. Machst du einfach nicht. Ja, witzig, ey. Wieder deine Samen, ey. So. Start D3 Champ DH. Nein, ich werde Necro machen. Ich bin DH. DH ist dann der Schnell, ja, genau. Ich weiß aber, ich kaufe lieber, wenn es günstig ist. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass dann Instant Gaming oder so das dann auch ein bisschen günstiger hat. Was denn jetzt? Pokémon oder? Ja, wird zumindest dann nicht 30 kosten so. Ja. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es halt 26 Euro. Das aber ich glaube, es wird nicht viel tiefer gehen, weil die Nintendo-Spiele, die brauchen Jahre, bis sie mal minimal im Preis runtergehen. So, Last of Us 2 schaue ich schon, aber bei dir würde ich das nochmal schauen. Ja, du kannst auf jeden Fall ein bisschen Fail erwarten. Ich bin nämlich nicht gut, wenn es an den Controller geht und man dann irgendwas abschießen muss. Und du fragst dich, warum du Single bist. Du musst ein bisschen Controllerarbeit üben. Mhm, na dann komm mal vorbei und unterrichte mich mal. Okay, aber nach der Vorlage. Du bist schuldlos angefangen. So, wir müssen jetzt zu Innocent. Ich glaube, der Bosskampf war auch ähnlich wie beim letzten Mal. Dann aktualisiere mal deine Liste. Ich schaue morgen mal, was geht. Das ist echt nett von dir. Also ich schaue mal, ob ich da das dann nachher hinkriege. Kommt drauf an, wie lange wir heute wieder machen hier. Ich vermute, wir sind in weniger als einer Stunde durch. Naja, aber dann werden wir noch ein bisschen Mapping machen vielleicht. Das erste in der Mapping, ja. Also 2 Stunden, also bis 10 würde ich schon sagen mindestens. Ja. Und da Tatjana eh nicht vor 0 Uhr ins Bett geht. Das stimmt. Sag das doch nicht so vorwurfsvoll, Mann. Hat man eigentlich noch irgendwie ein Spiel auf der Liste? Hier, das hat mir ein Freund vorhin gesagt, der spontan vor der Tür stand. Grounded kommt, glaube ich, morgen raus. Was ist das? Das ist ein Survival-Game. Aber Survival-Sandbox-Game. Was so ein bisschen ist wie, Schatz, ich habe unsere Kinder geschrumpft. Falls du den Film gesehen hast. Nein. Man ist halt so eine mikroskopisch kleine Figur und man baut halt irgendwo mitten im Vorgarten im hohen Gras. Und die Gegner sind dann halt so kleine Tiere, Ameisen und sonst was. Aber mein Kumpel hat wohl vor 2 Wochen die Beta oder irgendwas gespielt und war wohl super geil. Dann, ne? Oder eine Demo, ja. Und ich habe es auch auf meiner Steam-Liste schon lange stehen und muss es dir mal angucken. Stimmt, ich könnte mir vorstellen, dass das was für uns ist. Ist das dann auch für Koop? Ja, ja, das ist ein Koop-Dings-Game. Okay. Schreib mir das dann nachher auf Discord nochmal. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Grounded. Das 30 Euro hast du was frei, aber nur weil ich dich mag. Oh, das ist echt nett von dir, dankeschön. Ja, ich schau mal, was ich da auf die Wunschliste setzen kann. Das war's schon.
3 total leicht. So, direkt in der Stadt, würde ich sagen. Ich bin leicht überfordert, ey. Gib mal Bahnhof in den Stadt. No Spoiler, echt? Ich habe noch nie wegen irgendeinem Spiel geweint, ehrlich gesagt. Sondern immer nur wegen Männern. Vielleicht. Und verlorenen Pokémon-Duellen. Nein, das nicht. Aber gegen dich habe ich ja noch gar nicht verloren, weil wir ja noch gar nicht gegeneinander gekämpft haben. Was nicht an mir lag. Ich habe mir extra Pokémon für dich geholt, also zumindest dieses Online-Mitgliedschaft. Ja, du hättest ja auch einfach mal warten können. Du hast mir Hoffnung gemacht und hast gemeint, ja, können wir spielen. Ja, wenn ich es dann habe ich gesagt. Du hast mir nicht richtig zugehört. Nein, du hast gesagt, du holst dir das direkt. Das ist das klassische Montag Männerproblem. Wieder. Nicht richtig zugehört. Du hast gesagt, du hast es verliehen, aber du holst es dir sofort wieder, jetzt wo du weißt, dass du mit mir spielen kannst. Das waren deine Worte. Und dann, huch, ach nee, geht doch nicht. Ja, ich hab dir gesagt, ich hole mir das dann wieder. Und dann habe ich dir auch gesagt, dass ich das dann erst nächsten Monat mir kaufen kann. Ja, aber da hatte ich es ja schon seit 3 Tagen. Ja, das habe ich dir aber schon vorher gesagt, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Nee. Doch. Ich habe mir erst in meinem Stream, nach meinem Stream habe ich es mir erst geholt, weil du meintest, wir können ja tauschen. Du holst es dir doch früher, hast du ja gemeint. Du investierst es, du wolltest es dir wegen mir holen, hast du gesagt. Nein, habe ich nicht. Du hast gesagt, du würdest mir... Ich habe es im Stream, ich suche es gerne nochmal raus. Wohin jetzt? At Kitawa Horn. Ja, eigentlich ist das, glaube ich, schon die Dings-Quest. Ja. Der macht jetzt den Pfad auf, damit wir zu Kitawa kommen und dann geht's zum Endboss. Also jetzt das Labyrinth. Naja, ich würde sagen, wir... Du kommst erstmal her. Wo bist du denn? Der Wegpunkt in der Mitte. Der Zentrale, wo alle anderen sind. Also ich muss jetzt nochmal kurz den Chat hier nachlehnen. Mache auch Necro nächste Season. Ja, Necro, da hatte ich halt auch echt mal wieder Bock drauf. Aber mal gucken. Also Necro mache ich auf jeden Fall. Und Hardcore dann vielleicht in DH. Für den Hardcore-Season-Start, den wir dann auch eine Woche später dann nochmal machen oder so. Und jetzt in die Kanäle hier rein. Nee. Da wollte ich nur erstmal aufmachen, damit die Quest sich aktualisiert hat. So. Lass uns hier mal schnell noch die anderen beiden Nebenquest-Gebiete machen. Dann haben wir das auch hinter uns. Dann muss das nicht jeder von uns einzeln machen. Okay. Sind ja nur 2. Warte gerade auf das Freischalten der Alpha 19 von 7 Days to Die bei dem Game Show. Ich habe noch nie wegen Männern geweint. Ja, Gutzi. Alles klar. Und by the way, hast du den ersten Teil gespielt? Von Last of Us? Also, natürlich habe ich den ersten Teil gespielt. Fand ich schon mega geil. Worum geht's jetzt eigentlich? Ist das so ein Telltale-Game? Last of Us? Ja. Du spielst halt so einen Typen in einer Zombie-Apokalypse. Ich dachte, ein Mädchen, weil die immer auf dem Cover zu sehen ist und auch in den Trailern, glaube ich. Ja, in Last of Us 2 spielst du dann halt auch das Mädchen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber im ersten Teil geht es dann halt um so einen Typen, der dann halt mit diesem Mädchen unterwegs ist, was da halt noch ein bisschen jünger ist. Und die, ich weiß nicht, stört sich, wenn ich da ein bisschen vorspoiler? Mich? Ja. Nee. Ich will nur wissen, ob es sich lohnt, ob ich es vielleicht doch noch holen soll. Also falls jemand Last of Us 1 noch spielen wollte oder so, dann muss er jetzt mal kurz weghören. Und das Mädchen ist halt irgendwie immun gegen diesen Virus und dann soll der Typ dann halt dabei helfen, das Mädchen da irgendwie dann zu diesem Labor zu bringen, wo das dann Story halt irgendwie brauchst du mir gar nicht erzählen, ich meinte eher so vom Gameplay her, wie es so ist. Achso, ich habe noch keine Ahnung, also ich habe Last of Us 2 noch nicht gespielt und sonst ist das eher so Telltale, ja, so eigentlich also schon. Also Telltale, ja, okay. Spielt halt den Charakter, gehst von einer Szene zur nächsten quasi, machst hier und da ein bisschen was. Könnte sogar sein, dass das eine Quest ist, die einem Dings bringt. Skillpunkte. Okay. Wieder deine Samen. Magst du meine Samen nicht? Soll ich deine Samen denn mögen? Tu mal mit deinen Gegenfrau. Last of Us 2 habe ich mir bei dem Gnu. Okay, das kenne ich jetzt, also den kenne ich nicht. Die 20 Stunden reingezogen. Sarasa war echt scheiße, meiner Meinung nach. Okay, also wie gesagt, ich habe das weder bei Sarasa noch bei Gnu gesehen oder so. Sarasa kann man sich sowieso nicht angucken. Meine Meinung.
Der soll sich wohl ziemlich aufspielen dabei, habe ich gehört. Also bei seinen Let's Plays, so im Vergleich zu früher. So eine halbe Schaueinlage da immer einlegen. Ich finde den Typen so künstlich. Und er konnte früher nicht einen Text lesen. Der ist halt auch nur berühmt geworden, weil Gronk ihn gepusht hatte. Vitamin B. Aber naja, jeder mag ja andere Sachen. Ist ja auch ganz. Das stimmt. Ist ja, steht ja auch jedem frei. Ist so. Wie Teil 1 nur echt und traurig. Ich sag jetzt nicht mehr, will nicht spoilern. Alles klar. Also so das ein oder andere kriegt man ja schon mit. Also viel, die Leute im Internet, die flamen das Spiel halt zu Tode, ne? Weil die da sonst was erwartet haben und dann ist hier Scheiß und da Scheiß und überhaupt und. Aber da lasse ich mich nicht von beeinflussen. Also ich finde, man sollte so ein Spiel dann halt auch erstmal selber spielen und gucken, ob einem persönlich das vielleicht gefällt. Weil ja, die eigene Meinung nicht das sein muss, wie es halt die Allgemeinheit einfach sieht, ne? Dann kann man halt immer noch sagen, ob man persönlich das Spiel jetzt gut oder nicht so gut fand. Ja, die Leute sind halt auch selber schuld, wenn die da übel ihre Erwartungen dann halt reinstecken. Dass die dann halt dann so hoch ist die Erwartung, dass die dann irgendwann enttäuscht sein müssen. Weil das natürlich dann nicht erfüllt werden kann, ist dann halt deren Problem. Alter, was hat er denn hier? Siehst du den Typen hier auch? Warte, wo bist du? Hier neben dir, okay, aber dann hast du es nicht gesehen. Dann sind die Spieler, die du vielleicht von anderen siehst, der hat halt wie so einen riesen Thron, der in der Luft schwebte. Das sah gerade ganz schön crazy aus. Okay, habe ich aber nicht drauf geachtet. Ey. Na gut, aber so ein riesig großer schwebender Thron hättest du bestimmt gesehen. Das muss nichts heißen, so, das kann ich auch mal übersehen. Also ich muss mal kurz nachgucken, was für ein Skill Cap die hatten. So, der Steingolem bis 16, dann kann der ja noch ein Level up vertragen. Da ist er schon wieder. Das sieht aus, was soll denn das sein? Ach, das Ding, das sehe ich auch. Crazy. Hast du das nicht in deiner Portokasse, in deinem Thron? Ich gebe, wie du weißt, kein Geld für irgendwelche Cosmetics aus. Das einzige Du hast aber eine Pflanze in dein Sims-Haus gemacht. Habe ich. Ja, aber das ist auch nur, weil der Anspruch an das Spiel war ja. Ach Mist, hier war sogar ein Wegpunkt. War ja meine Wohnung, wie sie in Wirklichkeit aussieht, so detailgetreu wie möglich wieder nachzubauen. Und dann hast du eine Blume da stehen. Genau, eine. Mein Bonsai. Okay, Bonsai ist schon cool. Müssen wir hier lang? Was. Das, musst Hallo, du die letzte... ey, das hätte ich jetzt voll übersehen, den Weg hier. Ja. Da ist auch gleich ein Teleporter. So. Ist ähnlich wie der erste Teil, nur etwas schwerer beim Gamen und etwas verwirrend. Also es gab beim ersten Teil schon den einen oder anderen Moment, wo ich Probleme hatte. Aber das lag wahrscheinlich eher an meinem Amy, muss ich sagen. Richtig, Gronk ist das Oberhaupt. Wenn du das Game streamst, bin ich dabei. Naja, dafür bekam er jetzt das D-Abo von mir. Wer bekam das D-Abo? Ja, wahrscheinlich Sarah zwar. Hast du den Wegpunkt hier angelabert? Ja, aber er hat nicht zurückgesprochen. Okay. Mit mir hat er schon geredet. Huch, jetzt bin ich ja einen super Sprung gemacht hier. Da unten ist noch die Samenbank, kommt, bevor du zu mir kommst. Das ist deine Samenbank. Wahrscheinlich ist das echt, weil du dann immer zuerst in der Ebene bist. Ja, wir wollen ja hier schnell nur noch die Quest mitnehmen. Ja. Bevor wir den Infos legen. Beziehungsweise machen wir dann das Portal schnell. Wahrscheinlich nicht durch. Doch! Krass. Hallo? Der Sprung ist eigentlich eher schlecht, was so Dinge angeht. Ich phase halt. Ja, schließt doch nicht von dir auf andere. Was ist denn mit dir? Ja, aber da war halt ein Gitter und ein Zaun. Deswegen, da kommt man eigentlich mit Sprüngen schlecht. Das ist doch für mich kein Hindernis, so ein Gitter. Jetzt. Sagte die, die immer in der Wand verschwindet. Das ist was ganz anderes. So eine Wand ist halt nicht mit Löchern. Dann schon, mit deinem Dickschädel. So, Arena Vilenta. Oh, 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 ein Pentagramm.
Nur ein Miniboss. Du machst das schon. Der Endboss ist schlimmer. Mein Mana ist gone. Endboss wird leicht. Oh. Leicht kann man in dem Spiel nicht sein. Er wird vielleicht nicht mega lange dauern, der Kampf, und fünfmal sterben jeweils oder so, aber leicht wird es nicht sein. Ja. Lüfter, raste aus, ist kein Problem. Wo ist denn der Feind da? Woran ich mich noch gar nicht gewöhnt habe bei meinem Set ist, dass ich halt die ganze Zeit meine Flask autocasten müsste. Hast du dir Makro dafür eingerichtet? Nee. Hast du Makros laufen hier? Nö. Ich spiele allgemein ohne Makros, weil ich finde, wenn ich in einem Spiel Makros anmachen muss, dann spiele ich schon nicht mehr richtig. Na gut, aber wenn es danach geht, sagt man das ja vielen Spielen nach, wo man noch komplett ohne spielen kann, aber ja. Aber immerhin habe ich überlebt. So, komm, das hat uns doch jetzt bitte einen Skillpunkt gebracht. Last of Us ist echt das beste Game, was ich je gesehen habe. Uncharted ist ein Scheißer, meiner Meinung nach. Also Uncharted habe ich den vierten Teil mal so ein bisschen gespielt, aber... Also das war schon cool gemacht, aber es hat mich halt überhaupt nicht mitgerissen, so. Aber Last of Us hat mich schon echt mitgerissen, so. Da wollte ich auch echt wissen, wie es weitergeht dann. So. Skill Points. Ja, lade ruhig ein bisschen, ist kein Problem. Wo muss ich denn hin? Weißt du, ich habe mir diesen Tree bestimmt schon 20 Mal angeguckt und gesagt, da muss ich lang und jedes Mal verkacke ich's. Können auch zwei machen gleich. Aber die beste, was heißt Abkürzung, aber die beste Bezeichnung für Last of Us ist auch immer noch Last Tofus. Der Primal Rex hier, guck mal. Ja, ein 2-Stern. Ich habe sogar auch einen 3-Stern schon bekommen. Oha. So, und wie sehen die Gelben aus? Auch abbaufähig. Jetzt einfach schnell sterben. Ist auch gut. Wäre schlecht für dich, oder? Ja. So, dann gebe ich mal schnell noch Energie aus. Oh, before the link between the socket to the 5 Link. Und es kostet einfach mal nur 25 Life Force, das finde ich so krass. Dann haben wir jetzt alle Nebenquests auch gemacht, weil ein End-to-Hangar ist ja die Endquest, oder? Kitaras Endquest, ja. Wir machen jetzt das, das Lab und dann... Von Akt 3 kam man da aus hin? Nee, Akt 4. Nee, Akt 3, oder? Bin gespannt, wie schnell ich bei Kitara sterbe. Ja, ich weiß halt nicht, was deine nächste Ulti jetzt noch ist, die du noch kriegst. Ob die dich halt mega pusht. Ach, sehen wir dann. So, hier ist ja was. So, das sind jetzt die letzten Aszendentenpunkte, die man bekommt. Nee, du kriegst eins noch. Beim Mappen kannst du auch noch Dings finden. Aber auch noch 6 Labs dann wiederfinden. Aber die, oder 6 Trials besser gesagt. Aber die sind mega. Die sind halt random, die kannst du nicht gezielt farmen, so wie ich das mitgekriegt habe. Und das macht es dann natürlich schwierig, ne? Ach lol, Alter.
68. Bin 69. Also ich stehe jetzt vor diesem Typen, vor diesem Ding hier. Hm, ich komme. Ja, vom Level sollte das auf jeden Fall passen und von unserem Skill auch, weil wir ziemlich stark ausgerüstet sind. Dann bin ich mal gespannt. Ich kann hoffe, ich sterbe nicht. Ach ja. Das ist bei den Labs halt endgültig, ne? Ja, eben. Ich wünsche euch noch viel Spaß, muss erstmal was essen und Alpha 19 bei Voucher schauen, um gewappnet zu sein, wenn die Alpha freigeschaltet wird. Alles klar, danke fürs Reinschauen, Guzzi, und ja, viel Spaß dir und später noch eine gute Nacht. Ich komme gleich. Ich will nur schnell den Dings starten. POE Bots, Map Lab Kompass. So, Import Map. Die da. Holst du dir gerade den Weg, wo wir lang müssen? Wenn es klappt. Ich habe den ersten Weg schon gefunden. Aber die Karte zeigt mir gerade nichts an. Warum nicht? Es ist derselbe Weg, zumindest hier bei der ersten Map, wie sonst auch immer. Falls du dir das gemerkt hast. Schreib mir mal eine Nachricht, welches Game du willst. Alles klar, dann schaue ich mal. Danke dir. Ich folge der Spur aus Leichen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Irgendwie musst du rechts lang. Da war ich nämlich nicht. Genau da durch. Jetzt geradeaus hoch. Okay. Dann rechts lang. Links. Jetzt link das Tor, genau. Da waren schon wieder die schwarzen Golems. Das ist geil, wenn es nicht nachlädt, ne? Ich finde auch cool, wenn es dann nur so fliegende Waffen in der Luft gibt, weil sonst nichts geladen ist. Hm. Warum lädt sich der Lab-Kompass nicht? Das wundert mich. Vielleicht, weil ich den vorhin schon einmal geladen habe und das vielleicht eine alte Map ist. Aber ich habe sie gerade extra neu geladen. Weil die Maps halten, sind ja immer nur 24 Stunden oder sowas aktiv. Ist ja immer wieder neu. Ach, und das hier ist jetzt immer die gleiche für 24 Stunden bei allen? Ja, wobei dieser Algorithmus, dass das immer irgendwie gedreht wird und trotzdem irgendwie anders aufgebaut wird, schon. Und auch die Affixe der Gegner, das ist, denke ich mal, auch immer wieder neu. Aber die Struktur rein optisch gesehen, die ist die gleiche. Das Gedicht wollte ich hier unten lang, ne? Weiß ich nicht, ist hier oben was noch? Normalerweise habe ich jetzt so einen Kompass in meinem Bild, aber der zeigt mir gerade keine Richtung an. Normalerweise ist das praktisch. Hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Wo es doch der richtige ist, ne? Zum linken Teil, aber wir brauchen ja das rechte, ne? Ja. Richtig oft findet man einfach erst den falschen Weg. Es geht mir voll auf die Nerven. Sackgasse. Du hast es gerade gesagt. Du hast es beschrieben. Boah, der Tempo-Boost ist krass von dem Schrein. Und wenn du dann noch den eigenen Tempo-Boost zündest, ist es ultra. Da ist wieder einer. Ja, wo geht's denn hier lang? Da. So, schön, es gibt auch wieder neue Rezepte. Die sind auf diesmal Stufe 3. Doppelte Resistenzen, sehr gut. Cox of Disruption. Aha. After a short duration.
Charge Disruptor, okay. Keine Ahnung, wo ich das eingesammelt habe. Wie viele Ebenen kommen jetzt hier? Sage ich dir gleich, wenn wir den Kampf fertig haben. Luffy ist online. Wenn er dich einladen sollte, nicht akzeptieren. Ja, er lädt auch nicht einfach so ein. Weil also das Spiel wird sonst schwerer. Also der kürzeste Weg sind 12. Nee, warte. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9. 9 Wege, die wir gehen müssten. Okay. Tada. Also so wie bei den anderen auch eigentlich. Ne? Och, was ist denn das? Nee, hier? Mindestens ein Zwischengang mehr. Zwei, glaube ich sogar. Beim ersten sind wir ja... Ja, stimmt. Bei 6 schon beim Endboss gewesen. I'm not up to that just yet. Ein Hoch auf Phasing. War noch eine Kiste, die wollte ich mitnehmen. Die Loot-Chancen sind halt auch im Lab besser, deswegen machen manche nur wegen Loot halt auch was hier. Ich habe ein Chaos auch bekommen. Krass. Das zum Thema. Auch noch eine Ordinate. Ja, ich bin gefreezed, müsste in Hexo fahren sein. Mein letztes Lab, dann habe ich glaube ich eine Freeze-Immunität. Ich habe eine Life-Leech-Immunität. Monstrous Treasure. Kenne ich noch gar nicht. War da links Sackgasse? Weiß ich nicht, bin ich weitergegangen. So. Aber hier scheint ja irgendwas zu sein. Sehr gut. Die Samen brauchst du nicht im Inventar mitnehmen, hatte Kurzfrage geschrieben. Ja, ich weiß. Ich habe aber halt gerne Samen dabei. Man das Problem, kann ja immer vorbereitet sein. Das Problem ist, ich gehe halt meistens jeden dritten, vierten Run erst rein und hab die halt dann so lange im Inventar. Und das andere Ding ist, die Meta ist momentan noch ein bisschen verbuggt, was zur Folge hat, dass er nicht Samen automatisch pflanzt, wenn, ja, also manchmal macht das, manchmal aber auch nicht alle und manchmal muss man es wirklich händisch machen, damit er wieder welche pflanzt. Sehr schön. Oh, warum haben wir denn mal Glück hier, ey? Gab auch nur einen anderen Gang. Hast du jetzt schon Schaden gerade bekommen? Hab ich nicht. Dein Schutzschild ging auf jeden Fall runter. Keine Ahnung. Kann ich dich sagen? Hast du vielleicht Blood Rage oder sowas aktiviert? Nein. Mein Golem habe ich gecastet. Jetzt will einer was kaufen oder was? Das ging aber trotzdem ultra schnell. Ja, du bist auch Level 74 jetzt oder so. Hi Dämon, schön, dass du reinschaust. Namen ihr zwei, schreibt er. Unser Dämon? Aus dem Bobbyverse? Dämon 35, ja. Ich denke, er hat kein Internet dort. Hat er sich jetzt eine Standleitung legen lassen? Namen auf jeden Fall. Ich hoffe, dir geht's gut. Oder bist du schon genervt von den Behandlungen und den... was wollte ich sagen? Und gelangweilt, weil es nichts zu tun gibt. So ging es mir zumindest bei meiner Reha. Das ist auch eine Reha. Im Januar, ja. Hat nur nichts gebracht. Hier ist was. Wenn ich. Ja, aber unten lang ist der Weg, der mir hier angezeigt wird, der kürzere. Sitze draußen mit dem Handy. Ist ja schon mal gut, dass du mit dem Handy dann wohl ein bisschen Empfang hast, so. Ja, ich hoffe auch, dass es dir soweit gut da ergeht.
Oder annehmbar zumindest. Oh, hier, Darkshrine, sehr schön. Du mich doch immer vorlaufen lässt, ne? Die Tür war bei mir noch nicht da, aber gut, es war eine magische Tür. Ach so. Ich habe nur gewartet, dass die Gegner rausströmen und habe meinen Bogen volle Pulle gespannt. Aber das habe ich vorher auch nicht gemacht. Vorher habe ich halt immer nur geklickt. Aber ich kann den auf 5... wie nennt man es denn? Charge... aufladen. Aufladung, aufladen. Mhm. Und dann ist er stärker, glaube ich. Das Gift wirkt schneller oder... Nein! Du bist gestorben? Ach, Shio, was machst du denn? Ich gehe off. Lol, Rage Quit. Oh Mann. Tja, du hast jetzt die Wahl, ich mach schnell weiter. Oder du machst es alleine. Es war sogar eine Sackgasse, wo wir lang sind. Also nee, es ging zu einer Tür, aber die falsche. Meine Reha dauert ab 15 Wochen. Start Season 21 ist dritter. Ja. Ja, sicher, Mann. Oh, nee. Ich bin jetzt auch beim Endboss, also ich bin eigentlich auch in 2 Minuten raus, hoffentlich. Uah, Mann, hier ist hier gar kein Platz mehr zum Kämpfen. Kann ich ja mein eigenes E aufmachen, ne? Schon wieder einer, der schreibt wegen irgendwelcher Items. Ich habe keine Zeit, ich muss kämpfen. Ist es leichter, wenn du aus meiner Gruppe jetzt rausgehst? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es geschafft. Toll. Oh Mann, ey. Warte mal, jetzt gucke ich lieber nach, nicht, dass ich noch das Falsche skille. Ja, Nature's Boom und dann Alchemist. Flask. Aber nichts, was mich jetzt wirklich stärker macht. Weiß halt auch nicht mehr, wo wir irgendwo lang gegangen sind, ey. Aber wir mussten, glaube ich, hier hinlaufen, ja. Oh Mann, ey. Machst du das jetzt alleine, oder was? Ja, was soll ich sonst machen? Hab doch gesagt, ich bin in 2 Minuten wieder da. Ach so. Na dann, viel Erfolg. Ja, ich probier's mal. Streamst du den Season 21 Start? Na, auf jeden Fall. Streamer eigentlich immer. Ich bin schon wieder gestorben, ey. Woran diesmal? Am Boss. Am ersten? Ja. Was machst denn sowas? Keine Ahnung, aber ich mach das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Wie lange macht ihr heute? Ich mach jetzt aus. Nein, keine Ahnung. Das heißt, wir können von mir aus jetzt den Endboss erstmal legen. Okay. Und das Lab mache ich dann wann anders, keine Ahnung. Dann muss ich den später schauen, da ich selbst zocke. Sorry, ach, kein Problem. Tatsächlich ziehen sich das irgendwie einige im Nachhinein rein. Die Season oder was? Den Season-Start. Also meistens, wenn ich fertig bin mit dem Stream vom Season-Start, hat der so 300 bis 400 Aufrufe und wenn ich dann so ein, zwei Tage später gucke, hat der dann so um die 1000 Aufrufe. Also werden es ja dann so um die 500, 600 Leute sein, die sich das dann so im Nachhinein halt angucken, ne? Naja, ist die Frage, wie da letztendlich wirklich die Watchtime ist. Und tatsächlich ziemlich hoch, also ich bin auch erstaunt, dass Leute sich irgendwie, aber einige machen das halt nebenbei an und zocken dann selber irgendwie noch Diablo weiter oder so, keine Ahnung. Ich komme dann später nochmal. Alles klar. Und bis später. War jetzt eigentlich Sarah die, mit der du dir Sims teilst?
Ja. Also eigentlich ist es mein Account, aber sie kann meinen Account mitbenutzen. Sie hat mir aber auch schon so 1, 2, 3, 4 Sims-Teile geschenkt. Kleine Add-ons. Ja, das hat sie jetzt da. Ja, ich wollte nur wissen, mit wem du da jetzt eigentlich zusammenbaust. Genau, also Sarah ist auch die, mit der ich dann die Challenge da mache. Immer noch Sackgasse. Oh, ich lange mal wieder Samen. Kisten können übrigens sehr lukrativ sein, auch im PoE. Ja, das habe ich schon gehört. Ich gehe trotzdem immer dran vorbei. Schau den kompletten Stream im Nachhinein, weil ja alles mitbekommen. Ach, will ja alles mitbekommen. Ja, siehst du zum Beispiel. Ja, so komische Teil hier. Wie gesagt, konzentriere dich auf die gelben Gegner, die bei den grünen Punkten stehen. Man muss die Gegner töten, die die Beweismaterialien versuchen zu vernichten, bevor sie sie vernichten. Alle anderen gelben kann man erstmal ignorieren. Dämonenhorn liegt hier rum. Erstmal die Gegner beseitigen. Gerade die Kisten hier hatte ich bisher immer irgendwie was drin. Das Dämonenhorn ist 0,3 Chaos wert. Aha. Gut, es kommt immer noch auf die Rolls drauf an, aber das kann das Addon nicht heraus. So schlau ist das Addon nicht. So. Klom. Noob-Taste. Aber mein Start geht auf den DH. Ja, DH machen jetzt einige. Ich meine, du kriegst ja auch einfach das Schattenset geschenkt, ja. Also einen leichteren Season-Shut kannst du nicht haben. Zumal der sowohl Necro als auch DH super schnell auch beim Season-Start sind. Ja, das auch. Das Gambeln geht ja auch easy. Das Waffe umrollen geht easy. Mir Bobs Video auch angeguckt. War auch ganz gut, weil ich hätte auf einem Bogen gerollt. Aber Dolch. Genau. Bei Dolchen hast du ja eine 50-50 Chance, was da rauskommen kann. Ja. Und Dolche haben die Möglichkeit auch nur einen Affix zu haben, wo man beim Umräumen mit Ressourcen, nicht Ressourcenkosten, Stufenkosten reduziert, nur zwei andere Sachen hat. Also eine 33% Chance hat, dass man Stufenkostenreduzierung kriegt. Wenn vorher live drauf war. Und das ist natürlich mega. Ich habe sonst immer mitunter 20 Mal gerollt und nicht einmal was bekommen. Ja, aber klar, das machst du ja auch, wenn du dir ein gelbes Item herstellst. Da suchst du dir ja das raus, was diesen Wert hat, wo du dann nur drei Alternativen haben kannst. Genau. Der wäre jetzt fast tot, den kann man immer töten. Ganz viele Sachen für dich. Ein bisschen mehr Euphorie bitte. Yay. Bist du jetzt sackig wegen dem
Nein. Trials? Ach Quatsch. Es hat halt Pech, das Aszendenten-Scheiß, ey. Spieß halt nicht. Das hat, ist schon ein Major Push eigentlich bei vielen. Bei vielen. Ja, ist mir egal. Builds. Ich weiß nicht, was der nächste macht. Auch nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber als DH vor. Main. Ja gut, DH Main ist halt ein richtig leichtes Spiel, ne? Eine Anfertigungsoption. Ja, dann sind wir beim Boss. Ja. Also Portal machen. Genau. Oha. Ja, das ist so ähnlich wie beim letzten Mal. Mit den Herzphasen und diesen Bodenphasen. Mit dem Unterschied, dass seine Reichweite halt so groß wie das ganze Feld ist und man nicht drumherum kommt, eigentlich Schaden zu kriegen. Aber mein Schaden also ist perfekt ultra für mich. So, Herzphase. Aber der kassiert so gut Damage beide Seiten. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Mhm. Bob hat schon ein Video gemacht für den DH gleich gespeichert. Ja, das ist, glaube ich, das, was Shunin ja auch meinte. Ja. Um Season Sharp mit DH zu machen. Hier aber zu sterben ist kein, wie sagt man, nichts, worüber man sich blamieren müsste, schämen müsste. Ha, sonst schon oder was? Danke, ey. Nee, im Lab auch nicht. Ich bin da auch eher, als ich nur Dorsch wasche, ich achte da auch nicht so gut auf die Fallen. Ich weiß jetzt nicht, woran du vorhin gestorben bist, aber... Ach, und so einer Falle, ey, keine Ahnung. Ich meine beim zweiten Mal. Uah. Aber Kitabe mit meinem ersten Char, ich habe locker 10-mal gestorben und dann habe ich mir Hilfe geholt oder so. Alter, wie das ganze Feld einfach verbrennt. Nee, hinten ist eine Ecke verschont geblieben, okay. Ich wollte gerade sagen, da hinten sieht es nicht heiß so aus. Mini-Zipfel. Uah. So, wahrscheinlich noch einmal Herz. Oder kam jetzt noch eine Phase 2, ich weiß es gar nicht mehr. Sein Herz auch immer rausfliegt, ey. Lol. Gut kommt fast raus. Ja, easy peasy, würde ich sagen. Hab ich doch gesagt, voll leicht. Dann würde ich sagen, überall da als nächster. Den habe ich nämlich live noch nicht gesehen. Wen? Es gibt dann die Elder, die Shaper. Oh, Achievement Reward und Dragon Godhead Mikrotransaction. Du auch? Ja. Ein Helmskin, cool. Naja, cool, wenn ich den jetzt nicht, aber... Das mega scheiße aus. Ich lauf damit jetzt rum. Einfach nur aus Prinzip. So, na dann lass uns mal in die Stadt. Und allen Leuten sagen, wie toll wir sind, um dann zum Epilog zu kommen. Oh ne, wir sollen direkt in den Epilog transporten. Okay. Oh, hab ich jetzt schon Hi Bianca gesagt? Ey, scheiße, ey. Hi Bianca, hast du nicht. Okay, schön, dass du reinschaust. Ich meine, jeder fragt nach, kann mich wer ziehen? Ich spiele immer alleine den Anfang, habe noch nie gefragt, ob wer mich ziehen kann. Ich mag das Level. Ja, ich finde das Level auch immer ganz angenehm. Vor allem, wenn man sich so dann mit den anderen halt so ein bisschen ums Wettleveln duelliert, weißt du? Wo das, müssen wir jetzt hin? Wegpunkt und dann, aber es steht ja auch rechts eigentlich am Bildschirm. Ach da, Epilog. Ach lol. Ja, ich stehe schon wieder nicht beim Wegpunkt, ey, kacke. Übelst viel Life und Mana. Identifiziert ist der das goldene Ding, was ich vorhin bekommen habe, sogar noch schlechter Wert.
Stärke, 10 Attribute. Nee, der ist schlecht. Innocence. Ja, der sieht schon total toll aus. Ja, Gratulation, du hast ja bestimmt auch gerade ein paar Achievements bekommen. Du hast zum ersten Mal Pass of Exile quasi durchgespielt. Das stimmt. Ich habe nicht drauf geachtet, aber ja. 2 Skillpunkte haben wir auch bekommen. Oder habe ich ein Level-Up währenddessen gehabt? Ich glaube, das ist ein Level-Up. Aber du warst bisher noch nicht hier, oder? Ich habe auch 2, ich habe auch 2. Can't see why I'd want to do that here. Aber es geht ja noch ein Stück weiter. Das Blöde ist mein Bild. Es geht noch ein Stück weiter. Naja, so minimal können wir jetzt noch was machen. Okay. Das Endgame muss ja irgendwie erklärt werden. Das passiert ja nicht einfach. Es passiert ja nicht einfach. Oh, hier ist eine Anfertigungsoption. Oh, ich feiere das immer, wie du dich darüber aufregst. Das Blöde ist jetzt, ich habe nur noch einen Tree, den ich machen kann. Und das sind jetzt einfach mal 20 Punkte, die dazukommen. Used 97, 119, nee, 22 Punkte sogar. Und die sind jetzt einfach mal dahin geklatscht. Wie affig ich aussehe, ey. Gut, dass du das mit sagst. Mal die Gegend angucken. Blood Drinker. Oh, das ist ein Penner. Okay, aber der Rest ist bei mir, glaube ich, nur noch Sockelplätze und Live. Templar Laboratory. Gale Glimmer. Das klingt ein bisschen komisch. Mhm. So, Path of Building. Sag mir mal was Schlaues hier. Ich oder Path of Building? Nee, Path of Building. Weiß nicht, ob ich dein Path of Building bin, deswegen. Nee, gerade nicht. Da guck mal live. Da kommt Elemente. Mhm. 30 live. Also bis auf meine Socke-Slots gehe ich jetzt nur noch auf live, wie es scheint. Okay, aber ein noch Damage. So, wo ist er denn die? Genau. So, wir sollen jetzt nämlich nach Kiraks Bruder suchen. Kann er das nicht alleine machen, ey? Also die Story kann ich dir gar nicht so. Kurzfrage, ich immer, ach cool, wusste nicht, dass man da noch was bekommt. Ich weiß gar nicht, worauf das bezogen war. Kannst du das mal erklären? Ich spiele auch eher Solo, was bei PoE schwer werden kann, wenn man weiß, was man macht und das ohne Raid, ja. Hat er das darauf bezogen, dass man so eine Transmogge da noch bekommt? Ich habe PoE bisher auch jede Season alleine gespielt. Das Einzige, was ich mal hatte, ist, dass mir ein Typ oder ich glaube zwei sogar insgesamt mal bei jeweils einem Boss geholfen haben. Ich glaube Kitava und Kitava erste Form oder so. So, lass uns doch nochmal in mein Lab gehen. Warte, lass uns jetzt hier noch den letzten Endgame-Content machen, damit unsere Map-Portal-Machines freigeschaltet werden. Weil dann braucht man gar nicht mehr in Städte, dann macht man nämlich alles in seinem Hideout. Ah, weil mich nervt es, dass ich jetzt immer doppelt und dreifach sonst hinterher teleportieren muss. Also ganz genau kann ich dir die Geschichte nicht erzählen. Irgendwie war es so, man hatte halt dann hier im Endgame diese Portale, die man läuft. Und irgendwie haben die Spieler und die Tausende von Portalen, die gemacht sind, haben dann irgendwas ausgelöst und klar. Das da ist so eine Portal-Maschine. Die habe ich, glaube ich, sogar den Cosmetic dazu. Talk to Kirak. Kein Kirak da. Jetzt ist er da. Was? Okay, jetzt dürfen wir wieder raus. Ich habe mir aber auch nie, das muss ich auch zugeben, hier irgendwie die Story verfolgt. Ich habe immer nur durchgeklickt. So, zurück zur Stadt. Und jetzt müsste irgendwo noch ein anderer Ausgang sein, ja. Oh, jetzt hänge ich in der Säule fest, ey.
Rechts lang. Ganz ruhig, Tatjana. Denk an deinen Blutdruck. Die Ruhe in Person, ey. Oh Mann, jetzt häng ich doch nicht auf hier! Warte mich jetzt. Ich kann ja auch ein Portal machen, Schätzelein, das hättest du davon. Jetzt habe ich mich schon geportet. Also ich bin im Ladebildschirm. Hm. Das ist auch so ein Running Gag mittlerweile hier, ey. Oben rechts lang. The Falling Curds. Die alte Bücherei. Oben rechts ist Sackgasse. Oben ist Sackgasse, aber oben rechts nicht. Das stimmt. Oh Mann. Die Portal Machine ist die originale, danach kam eine kleinere. Die originale passt halt überhaupt nicht in mein Lager rein. Ich hatte gestern ein lustiges Lager bei einem Typen, wo ich irgendwas kaufen wollte. Da muss man ja, geht man ja immer ins Hideout rein. Immer der kaufen will, geht eigentlich ins Hideout des Verkäufers. Und der hatte einen, so eine Art Vogelkäfig auf den Portalstein gepackt. Und jeder, der kein Movement-Skill hat wie ich, der Phasing hat, kam da nicht weg, genau. Kann sich nur wieder rausteleportieren. Das fand ich richtig cool. Aber das ganze Ding war super prunkvoll, cool, der hat bestimmt auch ein paar hundert Euro reingesteckt. Alles klar. Ah, oben ist irgendwie Ausrufezeichen. Aber ich glaube nicht hier lang. Ja. Das ist halt blöd, wenn du irgendwo unterwegs bist und auf einmal findest du jemanden. Du kannst halt entweder zuerst reingehen in dein Hideout und alles holen, oder du benutzt halt die Kiste von dem und dann ja. Das war schon wieder zurück, ne? Ich kann gut sein, ja. Oh Mann. So, wo sollen wir hin? Ah ja, unten lang, glaube ich. Doch nicht deine Einrichtung kaputt, ey. Was ist denn mit dir? Ich weiß nicht, irgendwie der gemeinsame Nenner ist momentan, wenn ich streame mit Webcam, Nackenschmerzen. Aber das kann nicht der gemeinsame Nenner sein. Ich hatte vorhin meinen Stuhl verstellt, als mein Kumpel kam, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht, habe ich wieder komplett hochgemacht. Ich vermute, das ist die Höhe. Wenn ich zu hoch sitze, dann kriege ich den Nackenproblem scheinbar. Ja, warum sitzt du dann auch zu hoch? Na, zu hoch im Sinne von zu aufrecht, aber weil man halt aufrecht sitzt, was wegen Rücken und so. Ja. Also wie man man's macht, ja? So, Kirak. So, und jetzt sollen wir in unser Hideout, vielen Dank. In your Hideout. So, dann geht jeder in seins. Ach stimmt, die stehen ja noch alle wie die Affen um das Ding rum, ey. Oh ne, jetzt stehen wirklich alle hier drum. Werden die wieder aus diesem Hideout rauskommen. Immerhin wurde dein Dings nicht platziert. Ah doch, hier oben ist es bei dir, lol. Und Kirek steckt in der Tür, deswegen kommt man nicht in die Tür rein. Ach, ich habe diese Map noch nicht. Open Atlas. Nein, was habe ich gemacht? Ja, der Atlas. Scheiße, ich bin überfordert, Alter. Ich guck mir das nicht an. Ja, doch, warte, mach, dann kann ich es dir erklären. Halbwegs. Ja, okay, warte. Ich guck auch mal mit rein. Wo ist denn der Atlas? Ach, bei Kirak, wa? Nee. Wo stand denn gerade Open Atlas? Bei Kirak. Achso, dann sag das nicht zu mir, weil es nicht mein Kirak ist. Dann gehe ich in mein Lager. Das ist nicht mein Kirak. Das ist ein Klon. Ein alternatives Universum. Aha. Also, Kirak. Ah, warte, na gut, ich habe eh von den Dings Maps. Aber die Glacier ist eine coole Map, die würde ich nehmen. Die geht schnell und gut zu, wenn das liest, ich denke. So, okay. Ja, Glacier habe ich auch genommen. Auf dem Atlas siehst du momentan nicht viel. Aber du siehst links, oben, rechts, unten überall diese Fäden, nenne ich es mal. Ja. Und dort platziert passen, wie du in der Mitte siehst, 154 Maps. Man kann jetzt 154 Maps laufen und wenn man die läuft und ihre Bonusbedingungen erfüllt, dann kriegst du immer unten, da in der Mitte bei dieser Zahl 0 von 154 ein Pünktchen mehr. Und dieses Pünktchen ist, dass du eine höhere
also prozentual eine höhere Drop-Chance hast auf eine höhertierige Map. Sprich, auf Level 1 findest du eine Level 2er. Wenn es 154 ist, hast du also 150% Chance, womit du, glaube ich, auch gleich anderthalb Stufen höher kriegen kannst. Also mit Glück eine zwei Stufe höherige. Genau, und später, aber das wäre jetzt vielleicht blöd, das jetzt schon zu erklären, momentan in der Season Meta gibt es halt noch Watchstones. Damit kann man das, also nee, anders. Du siehst rechts so eine bunten Dinger. Ja, ja, hier von Einhaar, Alvan. Genau, das sind auf die Personen zugeschnitten. Und diese unterschiedlichen Farben stehen für weiße Maps, das ist Tier 1 bis 5, gelbe Maps, das ist Tier 6 bis 10 und rote Maps Tier 11 bis 16. Und wenn du da Punkte sammelst, die kriegst du random, wenn du eine Mission erfüllst, kannst du halt, also wenn du eine weiße Mission erfüllst, kriegst du halt einen weißen Punkt bei einem der Leute vielleicht, sofern du die Leute alle freigeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob das noch von Zusatzbedingungen abhängig ist. Und dann kannst du halt im Map-Tool, das ist hier unten irgendwo, oder nee, bei dir ist es ja in dem Raum, kannst du aufs Map-Device gehen und dort musst du halt deine Map reinlegen. Und du solltest dir angewöhnen, sie immer zu identifizieren. Weil ich habe dir ja gesagt, wenn da irgendwas drauf ist mit Reflect, kannst du sie definitiv nicht laufen, ich scheinbar schon. Und wenn da was drauf ist mit No Rack, kannst du sie definitiv auch nicht laufen. Ob ich, weiß ich gerade gar nicht. Genau, und du siehst, die Map hat einen Item Quantifier und einen Rarity und ein Monster Pack Size. Ja. Und an diesem an diesen Attributen kann man was verändern mit diversen Items, die du wahrscheinlich schon in deiner Box hast. Bei weißen Maps machst du im Prinzip nichts. Das kannst du dir schon mal merken. Sagt dir der Alchemie Orb was? Ja. Das ist der, mit dem du Items gelb machst. Mhm. Damit machst du auch Maps gelb. Und damit du die Bonusbedingungen erfüllst, muss eine gelbe Map auch mindestens, also gelb von der Tierstufe her, muss mindestens gelb von der Farbe sein. Die weiße Map, die ich jetzt hier bei Kirak bekommen habe, ist zum Beispiel schon blau. Deine auch? Ja, meine ist auch blau. Ja, das heißt, du hast zwar eine Tier 1 Map, aber die ist schon blau, was heißt, dass die Quantifier halt höher sind. Höhere Seltenheit ist in der Regel auch fast immer höhere Quantifier. Wobei, da gibt es halt auch random Werte, dass man eine gute gerollte blaue kann noch besser sein als eine schlecht gerollte gelbe, so nach dem Motto. Genau, und wenn du die Map jetzt in das Tool da reinpackst, hast du ja noch drei freie Slots, da kannst du später noch Fragmente reinpacken. Es gibt wohl scheinbar auch noch ein zusätzliches Pack, dass man 5 Plätze frei hat, aber das habe ich bisher auch noch nie freigeschaltet. Und oben schaltest du nach und nach hier diese Season-Metas frei, wenn du die wahrscheinlich einmal gehabt hast oder so. Die kannst du dann einmal umsonst auch benutzen, wenn du es einmal freigeschaltet hast. Aber würde ich dir auch empfehlen, dass man das erst im Late Game, also auf mindestens gelben, wenn nicht sogar roten Maps macht. Ja. Ja, soll ich einfach mal aktivieren und wir laufen da eine oder wie? Ich würde sagen, jeder läuft seine eigene einzeln erstmal. Okay. Weil das ist ja gerade auch Story Quest und dann. Dann aus der Party raus, ja? Nee. Ich bin ja in meinem Hideout und gehe in mein Portal rein und du ja in deins. Die Party stört, glaube ich, nicht. Nephalem schreibt, bin mal weg, Polizei ist hier, nur Stress. Alter, was ist da los? Was? Ja, dann viel Glück oder so, keine Ahnung. Schönen Abend dir noch. Hey Lira, schön, dass du reinschaust. Ja, und Items, um die Maps zu verstärken, um den Quantifier hochmachen, lohnt sich auch erst ab mindestens gelben Maps. Also im Sinne von... Ja, nee, das zeige ich dir dann danach. Eigentlich auch auf gelben macht man es eigentlich noch nicht. Sondern eher so ab Tier 10 Maps oder so. Ich muss ja dieses Aszendenten-Ding auch gleich nochmal laufen. Ja, ja, aber lass uns hier wenigstens... Ich glaube, danach ist die Story in dem Sinn auch fortgeschritten, dass wir dann freie Hand haben. Weil dann geht es nur noch darum, zu mappen, Watchstones zu finden, beziehungsweise diese Elder aufzuspüren und... Oleg. Ja, Kiraks Bruder zu suchen. Boah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ja, aber sowas, wenn du irgendwie merkst, du stirbst... Nein, ich bin gefreezed! Ich bin gestorben. Ja, das ist passiert in Maps häufiger. Aber das wollte ich gerade sagen, wenn du merkst, dass du stirbst, wäre es auch manchmal gut zu gucken, woran es liegt. Du kannst ja oben dir die Map-Modifier noch bei der Quest drüber anklicken. So, 5 habe ich aber nur bekommen, 5 Samen.
hätte jetzt mehr erwartet. 5 auf 68. Gut, die Map ist auf 68. Oh Leute, wo kommen die denn her? So, das Delirium ist jetzt gleich vorbei. Neues Sacrifice. Okay, aber dann ist klar, dass du stirbst, weil du so ein Delirium hast. Jetzt ist das Delirium weg. Wie läuft das jetzt? Man läuft hier so eine Zeit lang durch wie in D3? Nee, es gibt immer einen Weg, der zu einem Boss führt. Ah, und okay. Damit du diese Bonus-Bedingung freischaltest, musst du mindestens einmal den Boss besiegt haben. Wir haben die schon mal eine nettere Mobdichte als einige. Ja, aber das ist auch Map zu Map unterschiedlich. Bosse haben eine höhere Chance, Maps zu droppen. Aber das heißt auch erstmal gar nichts. Ist halt alles eher von den Werten auf der Map abhängig, ob da jetzt Quantifier irgendwas drauf ist oder nicht. Mobdichte kann da auch drauf sein. Also das kann man nicht von der Map abhängig machen, sondern wirklich auf den Werten, die auf der Karte liegen. Also Lira, mir geht's okay soweit. Und dir? Mir gefällt, dass man den Chat zurückverfolgen kann. Dann kann man sehen, was für kuriose Sachen geschrieben wurden. Okay, das mit der Polizei ist schon ein bisschen kurios, da muss ich dir recht geben. Stimmt. Boah, hier sind ganz viele Chats, ey. Was soll's. Oh, eine Samenbank! Und das ist definitiv deine. Ja! So, erste Map fertig. Uhu, und damit geht der leidige Fahrt wieder los. Warum steht eigentlich Kirak da drüben? Ich habe schon seit vielen Seasons diese Map. Ist das die Standard-Map gewesen? Dieses Spiel auf der PS4 null funktioniert, sieht ja ganz interessant aus. Echt, ist es auf der PlayStation so unspielbar? Auf der Xbox kann man es auch spielen. Ja, dass man spielen kann, okay, aber ob das jetzt auch spielbar ist? Naja, guck mal, du siehst doch alleine dieses ganze Item-Management, was man mit den Kisten hat und den Items, die man findet. Ja. Stell dir das mal auf einer Konsole mit einem Controller oder so vor. Das ist natürlich schon scheiße. Und ich habe, glaube ich, gehört, was halt blöd ist, Konsole ist anderer Server als PC. Und was ja egal wäre, wenn man jetzt Crossover machen möchte. Gut, Crossover ist natürlich auch mal cool. Aber wenn man jetzt natürlich in die PC-Version schon 100 Euro oder irgendwas reingesteckt hat in Taschen, muss man das halt nochmal auf der Konsole auch machen. Und das ist halt dumm, dass er wenigstens nicht das sich merken kann. Ja, stirb mal bitte ganz schnell. Nicht du. Nein! Boah. Glacier complete. Bonus Objective Glacier. Sehr gut. Und jetzt gehe ich hier raus, oder was? Genau, dann bist du eigentlich fertig. Also Stadtportal und dann... Genau. Oder zurücklaufen, was auch immer du magst, ja. Kann man das abgeben bei Kirak dann, oder wie? Was genau abgeben? Ja, du gibst ja in Diablo auch die Map ab, nachdem du sie gelaufen hast. Nee, die schließt sich... Also die Map schließt sich hier halt nicht, außer du hast das letzte Portal benutzt. Also du kannst halt 5-mal sterben. Ah, okay. Und im Worst Case hast du es halt verkackt. Meine Truhe, Alter, da. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Platz hier im Hideout. Ja, ich habe mir... Na gut, das kannst du ja später mal sehen. Also nochmal zu deinem Aspirant. Ja, das wäre ganz gut, wenn wir das machen. So Blut und Sand kann geupgradet werden, Vitality. Kurzfrage, was meinst du mit am besten die Maps blau machen? Das lohnt sich doch eigentlich bei weißen Maps nicht. Weil die Boni kriegst du sowieso, wenn du den Boss besiegst. Mir geht soweit auch in Ordnung. Es ist für mich pur heiß. Wenn ich mich nicht bewege, dann ist es am angenehmsten. Weil das ist nicht nur für dich so, ey. Das Problem ist hauptsächlich, dass alles laggt. Die PS4 ist überfordert damit und ich habe eine Pro. Warum geht's dir denn nur okay, ohne es böse zu meinen? Das ist zwar nichts Neues, aber Fragen schadet nicht. Ach, es könnte halt ein bisschen besser laufen, so, ne? Aber... Es könnte auch schlechter laufen. Ach, du bist schon da. Ja, ansonsten noch ein Hinweis. Man macht halt erstmal so, dass man auf 100 Maps kommt.
Dass man halt den Quantifier irgendwie so auf 100 kriegt. Okay. Und dazu muss man halt unterschiedliche Maps laufen. Es gibt Leute, die laufen irgendwann gar nicht mehr den Boss, sondern clearen einfach nur das erste Gebiet, weil Maps laufen halt auch darum geht, Currency zusammen. Sorry, ich habe gerade irgendwie einen komischen Namen drin. Aber deswegen mach so viele unterschiedliche Maps wie möglich. Du hast jetzt leider kein Map-Modul, das ist natürlich kacke, weil, das kannst du, kann ich dir in meinem Stream dann mal zeigen. In dem Map-Modul siehst du, ob du die Map schon gelaufen bist. Das magst du dir bei den ersten 5 bis 10, magst du dir das vom Namen noch einprägen, aber bei 150 definitiv nicht. Ja gut, da gibt's dann ein Problem. So, aber du siehst, die Gegner hier sind auch Level 68 und auf der ersten Tier 1 Map sind sie es auch. Mit jedem Tier steigt auch das Level um 1. Ich glaube immer um 1, ja. Okay. Sprich, 68 ist 1 plus 16 sind 84. Ist die Stufe, auf den T16 Maps mindestens sind. Aber da kommt noch dazu, mit jeder Rarity-Stufe, also gelb-rot, kommen halt auch 1000 negative Sachen dazu, die die Map umso gefährlicher machen. Buffs für Monster, Dichte oder was auch immer. Ich steck schon wieder in der Wand fest, ey. Alter. Weil du immer mit dem Kopf durch die Wand musst. Ich komm auch nicht mehr raus, ey. Hallo. Oh Mann, ey. Tatjana, wir spielen hier mit positiver Stimmung, sonst... spielen wir nicht. Oh je, okay. Mann, wenn du die ganze Zeit in der Wand steckst, dann findest du das auch doof. Na, wie gesagt, wir hätten ja die Wahl, dir noch einen anderen Skill zu geben, wenn du halt so gerne in der Wand steckst. Vielleicht bist du einfach nicht der Typ für Leap Slam. Da redet irgendjemand? Ja. Der Eisa ist da, aber wieder mal super leise. Nein. Ja. Echt, bei mir ist er normal laut. Echt? Ja. So laut wie ich? Wenn er jetzt noch mal ein bisschen mehr redet, kann ich dir das sagen. Ja. Ja, er ist normal laut. Du hast ein scheiß Headset. Du bist bei mir auch ganz normal, hey. Jedes Mal, wenn ich komme, kommt es von dir von wegen, oh, ich bin so leise. Achso, ich war übrigens schon weiter hier, ne? Ach shit, ich bin durch den falschen Eingang. Kann ich zu dir porten? Hast du ein paar Maps zum Tauschen? Warte mal, ich muss erstmal gucken, warum ich hier dich so 1000-mal leiser höre als Chihiro. So, Chihiro steht bei mir auf 100%, Isaac steht bei mir auf 115%, okay. Und ich bin lauter, yeah! Geht's denn? Jetzt habe ich ihn mal auf 130 gemacht. Am besten drehst du mich auf 200 hoch und dann ist die Soße gegessen. Ja, jetzt habe ich dich auf 200. Hörst so, du mich geht jetzt immer besser? Schlechter. Was jetzt habt ihr so erlebt die letzten Wochen? Ich höre nicht dich viel. Jetzt besser, ja. Und du? Ira? Was ist mit mir? Nee, ich rede mit Lira aus dem Chat. Ich streame ja nebenbei. Hast du es gefunden jetzt hier? Warte, ich komme einfach jetzt durch den anderen Weg. Das okay. Ist wenigstens eine Map, die ich eher mag. Oh nein, hier ist das Puzzlespiel. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Er geht dann doch zurück. Ihr lauft also Lapp. Jetzt ist er super laut. Ja. Ja, das wird am Headset, glaube ich. Die Logitech wird auf Dauer etwas lauter. Zeugnis der Unterstufe. Habt ihr nicht nur ein Zwischenzeugnis? Das ist richtig. Ja, wir haben gerade Kitawa eigentlich getötet, wollten das Lab vorher machen, aber sie ist zweimal gestorben und jetzt machen wir es hinterher nochmal. Hast du schon gemappt effektiv? Noch gar nicht. Wir sind, wie gesagt, erst vor
gefühlt 10 Minuten durchgespielt mit der Story. Ihr seid Level 75. Ich? Sie ist 68. Ja, du! Ich hab für sie Blut. Längst am Mappen, hey, mit deinem Level. Ich hab ihr aber Blutaquädukte beim Farmen geholfen und hab da halt 5-6 Level gemacht mindestens. Scheiße. Ja, aber mir ging's diesmal nicht um Speed. Okay, am Anfang schon. Aber es ging eher um das Zusammenspielen. Warte mal, hier unten ist ein Opa Fusion runtergefallen, falls ihr den mitnehmen wollt. Oh nee, ist mir jetzt egal, ich will diese Scheiße hier einfach nur machen. Und nicht sterben. The Azamite and the Eternal took their rest in the Lee Strife's Gale and remembered the traveled road. Beast and Fiend had fallen and left the Azamite sword, swift and true. Bist ja doch unten. So, jetzt kann ich das Ding auch mitnehmen, ey. Aber auf die Stachel noch. Stacheln finde ich sind hier auch am schlimmsten. Gut, hast du einen Anti-Bleeding Plus? Ich nicht, glaube. Nee, ich habe sowas auch nicht. Würde den Stacheln auf jeden Fall helfen. Was? Anti-Bleeding Plus. Hilft es kam akustisch gerade nur nicht an. Hilft bei Stacheln. Und du bist beim Mappen jetzt schon wie weit? Du bist doch schon Level 99 oder so, oder? 99, genau. Ich bin 88 zur Zeit. Jetzt aber mal ein bisschen weiter sein können. Eigentlich schon. Ja, spielt ja wahrscheinlich ab Tag 1 und ununterbrochen. Aber ich habe 3 andere Charakter schon mappet. Also 3. 2. Plus 10. Was? Oh Mann, ey. Ich verstehe nicht, warum das manche Menschen machen. Was? Ich kann das nicht. Ich kann nicht in einer Season bei Diablo genauso. Ein Rollenspiel ist für mich, ich bin dieser Charakter. Da kann ich nicht noch einen anderen spielen. Ich bin dieser Charakter, alles klar. Okay. Das heißt Rollenspiel. Ich spiele eine Rolle. Aber es ist halt kein Rollenspiel, Mann. Nee, gar nicht so. Überhaupt nicht. Es ist ein RPG. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann spiele ich WoW, dann bin ich mein Pandare. Und renn auch als Panda rum. Chihiro ist im wahren Leben eigentlich eine Vampirin. Ja. Wie sich ihre Vampirkinder zwar gezeugt wurden, das habe ich noch nicht verstanden. Wurde da eigentlich das Kind während der Geburt gebissen schon oder danach? Wie, hast du nie Twilight gesehen? Twilight ist ja wohl der größte Rotz, den es gibt. Wirklich, ne? Ja, also, aber Ich musste das damals mit meiner besten Freundin gucken, ey. Die hat mich ins Kino geschleift. Da lernst du wenigstens, wie wir beim Kickhintern entstehen. Dann verzichte ich lieber auf das Wissen. Zweierdurchschnitt, jeder hat in Religion eine seltsame Benotung. Aha, das ist ja nicht unhäufig in Religion. Gibt das Halbjahreszeugnis vom Januar und das Endzeugnis von gestern. Ach stimmt, Alter, das ist ja gar kein Halbjahr mehr, ey. Drei Zeugnisse. Warte, 3 Zeugnisse pro Jahr? Ein bisschen viel, oder? Aber die Vampire sind dann beim Zeugen schon Vampire. In Sims zumindest. Aber Vampire können sich doch nicht vermehren. Ja, sind schon. Da kann ein Vampir ein Vampirkind zeugen. Wenn du als normaler Mensch vom Vampir schwanger wirst, ist da irgendwie auch 50-50 Chance, dass es normal oder Vampir ist. Ach ja. Die Sims haben schon nicht leicht. Eure Geschwister. Krass, dass die alle auf diesen Dings so abfahren, auf diesen Basalt-Flask. Verkaufe ich den zu günstig? Ach krass, du musst mir aufmachen, ich muss dir aufmachen. Das ist hier voll auf Multiplayer gerade ausgelegt. Ich muss erstmal langkommen! Nö, ich laufe dann alleine weiter. Ja, tschüss. Jetzt müssen wir hier gar nicht lange, ey, dann.
Ah, das Lab ist auf jeden Fall komplett anders aufgebaut als das vorhin, finde ich. Ja. Aber gut, Himmelsrichtung an, das reicht ja schon. Schon läuft man. Ah, hier ist wieder der Darkschrein. Voll. Da ist er. Eigentlich sucht ihr euch jetzt irgendwie was eigenes Gildentechnisches, weil, wie gesagt, unsere Gilde ist eigentlich überhaupt nicht Streaming. Tauglich. So oft wie wir AFK sind. Ich habe die Hälfte leider nicht verstanden, ich, weil es irgendwie ein bisschen abgehackt war. Shit. Versuch's einfach nochmal. Streaming hinkriegen, habe ich glaube ich verstanden. So, noch ein. Ich hab gefragt, ob ihr euch irgendwie eine eigene Gilde baut oder sowas, weil unsere Gilde hier eigentlich ja nicht wirklich streaming-konform ist. Na, eure ist auch nicht wirklich aktiv. Ja, doch ein paar, aber jetzt nicht so der Großteil. Also ich hab da irgendwie letzte Season oder wann es war? Ja gut, letzte habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Also ja, ja, aber da, ja, darum geht's ja nicht, aber es sind ja trotzdem 30 Leute oder sowas drin. Gefühlt. Habe ich halt ultra viel in die Kiste gepackt und ich war irgendwie der Einzige. Es wurde aber auch, glaube ich, nie was rausgenommen oder so. Ja gut, ich weiß, dass Dani jetzt also unser Lied auch nicht gespielt hat. Die Leipziger bleiben eher unter sich. So, Tatjana, viel Erfolg. Ja, warte mal kurz. Das Problem, was ich aber in Zukunft sehe, so wie jeder Lehrer und Schüler, und hast du nichts geschissen, oh Gott, Alter, ist, dass wir in der Oberstufe durchgeboxt werden und alles auf einen Haufen passieren wird, weil der 1. April schon Schluss ist, das dritte Zeugnis, die von der Oberstufe, weil man dort ein Zeugnis bekommt. Aber du machst doch eine Ausbildung. Da habt ihr doch gar keine Oberstufe. Los jetzt. Ja. Oh nein. Ja, ist jetzt schon der Endboss? Ja. Okay. Ich stell mich in die Ecke, du machst ihn tot, ne? Hab ich gehört? Sein Strahl trifft dich in einem Zug auf. Nein! Oh, ich wurde geportet. Hallo! Ich glaube, in der Mitte ist man eigentlich am sichersten. Außer er charged rein. Stirb! Boah, ich verzieh mich jetzt, Alter. Ich sehe mich alles nicht, ey. GZ. Das gerockt. Jo. So, ist mein Helpen gut? Ja, eigentlich schon. Stormcall Area Effect. Nein, danke. Tolle Verzauberung. Increase critical strike chance if you haven't been hit crit recently. Das geht ja wenigstens noch. Aber ja, vergiss die Verzauberung nicht. Ja, ein Helmchen. 16% increased. Was ist das? Righteous Fire Area of Effect. Was auch immer, ey. Righteous Fire ist ein Skill, wo du dich selber in Brand setzt und so ein Feuerring um dich rumcastest. Ah. Alles, was in diesen Feuerring dann theoretisch an Monstern reinkommt, kriegt Burning Dot oben drauf gelegt. Das ist Righteous Fire. Area of Effect sagt ja wohl. Aus, ja. Radius dafür bekommst. Und jetzt mappt man die ganze Zeit, oder wie? Jetzt klatschst du eine Map nach der nächsten in die Maschine da und machst die Boni erstmal, ja. Und versuchst halt die Elder und die Watchstones und was nicht alles zu finden. Willkommen im Late Game. Yeah. Endlich, nach drei Season. Schulische Ausbildung. Du hast was vergessen und du suchst die Tries fürs Überlapp. Stimmt, ja. Aber das habe ich vorhin schon erzählt. Schau mal den Stream nicht, sorry. Ja, ja, nee, aber es ging ja darum, dass die Information an sie ja schon weitergegeben wurde. Ich stelle die jetzt erstmal hier alle weg.
Und das ist schon mal ein Chaos wert. Habt ihr den Map Pool? Map Pool? Was meinst du? Ja, habt ihr beim Leveln irgendwelche Maps schon mit? Achso, ich habe einige gefunden, als ich Blutaquädukte gelaufen bin, ja. Ja, aber ich nehme an, ihr Map zusammen. So war es gedacht eigentlich, ja. Also jetzt doch zusammen mappen? Na, die erste meinte ich vorhin nicht, weil das war ja die Quest auch. So. Aber grundsätzlich könnten wir das machen, ja. Also ich habe noch 6. Also wenn ja. Die Maps ausgehen, meldet dich einfach. Ruf mich an. So, Tatjana, eine Sache, die ich dir schon mal beiläufig erwähnt habe, die aber auch auf Maps zutrifft, ist, wenn du 3 Maps der gleichen Art bei einem Verkäufer hingibst, kriegst du eine verbesserte der nächsten Stufe. Okay. Ich habe eine Lookout-Map, und eine Superior-Lookout-Map. Superior ist nur das Quality-Drop. Und wenn ich die 3 jetzt irgendwie beim Händler verkaufe, kriege ich dann die 3 derselben oder? Muss es sein. Achso, ja, 3 Lookouts geht gibt dann nicht mehr, eine ja? Tier 2 Karte. So, also wenn du magst, kannst du zu mir kommen. Schaltet sie denn dann, also die Boni kriegt sie, das weiß ich im Multiplayer? Die Boni kriegt sie, aber sobald du anfängst, Watchstones zu machen, kriegt sie die Watchstones nicht. Ah, okay. Also die muss sie sich selber freischalten, aber die Boni kriegt sie ja schon mal durch die ganzen Map-Completions. Und kann sie dann theoretisch auch easy an Watchstones rankommen. Und, Sozialer Assistent Unterstufe war das erste Jahr. Dann wird man auf die Oberstufe versetzt im zweiten Jahr, falls man natürlich gut abschneidet. Unsere Schule achtet sehr stark darauf, dass nur gut abschneidende Schüler weiterkommen. Keine Ahnung, wie das genau bei dir war. Ja, die ersten 2 Jahre waren halt Sozialassistenz, hat man halt erstes und zweites Lehrjahr gemacht. Und dann konntest du dich halt entscheiden, ob du als Sozialassistentin arbeiten möchtest oder ob du dann die Ausbildung noch weitermachst. Und dann gehst du auf die Fachoberschule Sozialpädagogik oder sowas. Und nach diesen 2 Jahren, dann machst du da halt auch nochmal 2 Jahre, also wie eine weiterführende Ausbildung. Und danach wärst du halt Erzieherin. So war das theoretisch. Weiße Maps veränderst du auch nicht, die packst du auch einfach nur so rein, ja? Nee, weiße Maps müssen Minimum blau gelaufen werden. Echt? Aber die Boni haben wir vorhin bekommen. Bei der ersten. Aber wir sind blaue gelaufen. Ach stimmt, die war automatisch blau. Ah, okay. Macht man die jetzt nochmal blau? Orb of Transmutation. Und oder Orb of Chance. Kannst auch. Ja. Und wie gesagt, Tatjana, ich habe ja vorhin gemeint, das passiert jetzt zwar bei Tier 1 Maps eher weniger. Aber du musst halt aufpassen, dass kein Reflect und kein No Rack drauf ist. Und mit einem Orb of Alteration kannst du wiederum die blauen Modifikatoren umrollen. Ja. So, und das hat zum Beispiel. Argumentation kriegst du noch einen zusätzlichen drauf. Ich habe jetzt eine mit Reflect Elemental Damage. Sie ist ein Wirbelwind-Barbar. Aber sie macht eigentlich nur Physical Damage, oder? Ja, dann ja. Außer sie hat irgendwann irgendwas mit Increased Fire Damage, Increased etc. Ja gut, die Chance dafür ist hoch. Ich hab's immer umgerollt. Players Chance to Dodge is Unlucky. Habe ich hier eine? So, wir laufen die jetzt einfach speedy durch und machen einfach speedy die Bosse und unterwegs nehmen wir jetzt so viel Gegner mit wie möglich. Aber nicht jede Ecke und nicht jeder Gegner. Okay. In Map siehst du übrigens rechts oben auch, wie viele Gegner noch da sind, sofern es unter 50 ist. Ready when you are. Okay, Ladebildschirm wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, rate mal. Ich häng schon wieder in der Mauer fest, ey. Ich geh irgendwann in dieses Entwicklerstudio und schlage da alle zusammen, ne? Alter, kann man das nicht mal richtig programmieren? Hast du da irgendwie einen Tipp für sie? Sie läuft mit Leap Slam rum, bleibt aber in der Mauer hängen. Das ist mir auch passiert, aber mich hat's nicht so zu rasend vor Wut gemacht, wie es bei ihr der Fall ist. Ich bin auch nicht wütend. Naja. Ich geh zu den Entwicklern und schlag die Entwickler zusammen.
Bitte? Nein, überhaupt kein Frust, ne? Aber gibt's einen anderen roten Sockel Movement Skill, den sie nehmen könnte? Mit was rennst du denn rum? Ein oder zwei Hand? Mit Faster. Achso, ein Hand. Sie hat doch noch freie Sockel. Zweimal. Ja. Schwerter. Ja, Schwerter? Ja, genau. Ja. Zwei Einhandschwerter. Die Skills sind darauf auch. Anstatt Leap Slam kann das theoretisch auch mit Whirling Blades laufen. Mit was? Whirling Blades. Okay. Wirbelnde Schwerter. Ist das auch rot? Aber gut, die Farbe ist eigentlich egal. Nee, der ist Katze. Grün, aber. Ich sag ja, anstatt Leap Slam könntest du theoretisch auch mit dem laufen. Faster Attacks ist ja auch grün, das wird ja wahrscheinlich auch kompatibel sein. Ja, Whirling Blades ist halt mit einer der schnellsten Movement Skills. Whirling Blades. Ich hab überhaupt gar keine Ressourcen hier für den Movement Skill. Ich hab dir ein Portal gemacht, pass auf, dass du da nicht draufklickst, weil sobald du rausgehst und wieder reingehst, ist halt ein Portal weg von der Map, die wir haben. Das ist halt der Nachteil im Multiplayer, wenn einer ständig stirbt oder so. Du hast im Endeffekt 6 Versuche, immer eine Map zu clearen. Das habe ich schon mitbekommen. Jedes Mal ist ein Portal weg. Sind. Oh mein Gott, oh mein Gott! Sind das deine blauen Dinger hier? Nee, die blauen sind mies und das ist grau eigentlich. Das ist von dem einen Boss, den musstest du gemacht haben, als du ja gestern alle Nebenquests gemacht hast, von Akt 8 oder so. Die machen prozentualen Schaden, glaube ich. Hast du das irgendwo ein Portal aufgemacht, ne? Ja, du müsstest jetzt eigentlich. Nee, du musst normal durch die Maps gehen, durch die Map-Portale, aber du müsstest diesmal dann woanders rauskommen. Weiß ich, wie man Matrix herstellt und sowas. Wie man was herstellt? Matrix bekommt. Ja, das hatte ich ihr erzählt. Das Chaos-Rezept? Hatte ich ihr gesagt, aber hat sie, glaube ich, nicht gemacht, aber ich auch nicht. Ich glaube, sie hat jetzt auch schon ein bisschen Chaos bekommen. Also mit dem Game erstmal klarkommen. Das sind so ein paar mehr Informationen, als wenn man Diablo spielt. Leicht. So minimal. Kaum merkbar. Das Spiel mit Diablo zu vergleichen. Naja, WOTS ja schon immer gerne. Diablo ist Kindergarten, das ist wirklich so die nächsthöhere Instanz, würde ich das behaupten. So, rein da und direkt die nächste Map. Außer dein Inventar ist voll, aber ich habe nichts mitgenommen. Ja. Ich nehme halt nur noch Currency eigentlich mit. Außer es droppt halt was mega geiles. Ja, Lira, ich bin da auch mal gespannt bei dir. Und wie macht man die nächste jetzt auf? Einfach das nächste reinschmeißen? Ja. Ich habe die alle schon bereitgelegt. Wenn man auf Speedfarm macht, dann bereitet man sie sich einmal vorher vor. Okay. Also hast du gelesen, dass sie die Stash-Tabs ändern wollen, dass genau, man... Lira. Dass man per Rechtsklick alles automatisch in die richtigen Taschen reinpackt. Das ist aber jetzt noch nicht geändert, oder? Nee, aber das soll jetzt demnächst bald irgendwann kommen. Boah, das ist natürlich mega praktisch. Ja, ja. Dann hast ich farm immer so, dass ich halt eine Quads drin liegen habe, ja. Wo halt alles reingeschmissen wird und nach dem ganzen Farmen fange ich an zu sortieren. Ja. Das gilt natürlich nicht für gelbe Sachen, aber für diese ganzen Metas klappt es auf jeden Fall. Mega. Was war denn das Schönes? Imperial Legacy. Ach, Scheibenkleister, da habe ich doch ganz vergessen, dass ich einen Gem bekommen hatte, den ich eigentlich benutzen wollte. Wie war denn das nochmal mit dem Quality Gems hochkriegen. Wenn ich einen Gem habe, der 20-0 ist, dann kriege ich den auf 1-20, wenn ich den mit einem Gem Cutter reinpacke, ja? Und verkaufst, ja. Also wenn du einen Stein hast, der 20-0 ist, also den du auf 20 hochgelevelt hast, dann verkaufst du den Stein plus ein GCP beim Händler. Dann kriegst du einen 1-20er. Genau. Und wenn der 20-20 ist und ich ihn verkaufe mit einem weiteren Game Cutter, wird er dann zu 21 oder wie wird das? Ja, das mit dem 20-20, das ist dann Wahlen. Das ist dann die kleine Wahlen und. Achso, und da hatte man ja nur eine geringe Chance, ja. Oder 20-23 oder halt voll bekacken und. Entweder die Quali wegschrauben oder zu Welt oder so. Machst du das denn?
das Wahlen? Oder kaufst du dir die dann irgendwann, wenn du Currency hast? Wahlmalen auf jeden Fall alle. Aber ich werde es demnächst. Also mein Bild ist, also mein Bild hier ist Min-Max. Minimalst macht er Schaden und maximalst geht er halt hier durch. Also damit kannst du schon, da kannst also der Typ, von dem ich den Bild habe, der hat irgendwie letzte Liga irgendwie scheinbar einen Mirror für den Bogen ausgegeben. Shihiro, der Maeve hat mich angeschrieben, ob du jetzt heute, weil du hattest ja gemeint, dass du nachdem wir gelevelt sind, durch sind, dass du da mal mit ihm quatschen willst. Der hat sich jetzt Zeit genommen. Ach so. Könnte man theoretisch machen. Dass man sich das da mal in Ruhe anschaut. Wie wollen wir es machen? Dass wir einfach einen Cut machen erstmal und du dann mit ihm machst? Oder? Ja, kommt der denn jetzt hier ins Discord zu dir? Ja, bei mir ist der nicht, aber der könnte zu... Du könntest jetzt in den Dings-Chat zu ihm gehen. Bei Jesse, ne, hast du gesagt. Ja. Wir können ja diese komische Map hier noch zu Ende laufen. Der Boss steht ja irgendwie noch aus, oder? Ja. Habt ihr noch Freunde, die auch spielen, oder was? Ich kann dir mir ein bisschen helfen, dass ich nicht so schnell umfalle, ey. Wo bist du gerade? Habt ihr noch Freunde, die auch spielen? Naja, was heißt Freunde? Ich kenne halt vom Jesse Rocks Discord einen Typen, der super viel Ahnung hat von PoE. Erstmal überlegen, was wir hier gerade spielen. Und den hatte ich gestern oder vorgestern angeschrieben, weil sie jetzt so gestruggelt hatte mit ihrem Wirbelwindbild. Und der wollte mit ihr dann mal das Bild durchgehen, was sie hat. Hey, wo ist denn hier der Boss? Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe aber auch nichts, wo es noch weitergeht. Keine Ahnung, hier ist irgendwie so eine Truhe, wo so Wellen von Gegnern kommen, die mache ich einfach gerade. Ich habe wahrscheinlich nur den Eingang nicht gesehen. Wo bist du denn lang? Ja, ich bin unten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch so, weil er schreibt doch gerade, dass wir das noch zu Ende machen und du dann mit ihm... Du hast den Boss gekillt, ohne mich, aber ich habe immerhin die Objective bekommen. Oh lol, das war der Boss hier? Ja. Lol. Ohne mich. Das war so ein extra Ding, ich jetzt sonst weitergewirbelt, ey. Was für ein Bild spielt sie denn? Fizz oder Ele oder. Ich kann es ja gar nicht sagen. Es ist, glaube ich, eins von irgendeiner anderen Season, nicht von der letzten. Oder keins, das für diese Season ausgelegt war. Und sie hat auch nur ein POB und kein Bild übers Forum oder so. Was hat sie denn im POB für einen Helm an? Ein Marodeur hat sie, ja. Ja, aber was hat denn der für einen Helm an? Keine Ahnung. Abyssus Isomite Virginie oder so. Gehst du mal in die Gildenkiste rein und packst aus Fach 4 den Abyssus raus. So, warte, was hast du, Gildenkiste? Fach 4 Abyssus rausholen und ihr geben. Saphir. Saphir mit PH, oder habe ich es irgendwie falsch geschrieben? Fach 4. Ich habe auch Saphir verstanden, Fach 4. Ach da. 20 alle Attribute, Physical Damage to Attacks, Melee Critical Strike Multiplier, Increased Armor und Physical Damage Taken. Okay. Ja, kann ich ihr gerne geben. Ja, wenn es das von ihrem POB drin hat, dann sollte man halt gleich nutzen. Habe ich jetzt eigentlich dem einen Typen hier schon geantwortet? Ich glaube nicht. Ja, danke schön. Schiebst keine Nachricht rein, oder? Wie bitte? Du machst keine Nachtschicht rein. Nachtschicht? Nachts. Nee, ich würde jetzt dann wahrscheinlich meinen Stream beenden und Tatjana an Maeve übergeben und dann mit Tatjana dann morgen weitermachen.
Falls sie dann noch Bock hat, das beizumappen, das könnte man ja dann auch alleine machen. Also ich denke, ich werde morgen noch eine Runde spielen, aber ich würde dann auch mit Last of Us wahrscheinlich mal anfangen wollen. Hm. Abends irgendwann, aber abends hast du eh keine Zeit vielleicht, wenn es nicht ins Wasser fällt. Genau, also das Picknick war irgendwie 18 Uhr veranschlagt. Also ich gehe jetzt erstmal aus der Gruppe raus, ne? Ja, mach das. Wir sind jetzt auch durch. Okay, dann gucke ich mal ins Discord, ob der da irgendwie abhängt. Der ist im Jesse Rocks Server. In irgendeinem Channel bestimmt. Dann euch viel Spaß, der kann dir auf jeden Fall weiterhelfen, der hat Ahnung. Ja. Ups. Schreib. Warte mal, kann ich den anschreiben? Bestimmt, ja. Nachricht. Alter, wie sie mich gleich anschreiben, alle. Da habe ich aus Versehen eine Currency in meinen Dings-Cube reingepackt. Ist 11 Chaos wert. Ich habe es natürlich für 1 Chaos reingeschmissen, Leute. Das verkaufst du eine Currency für 1 Chaos? Ich habe einen Gem-Cutter in die falsche Kiste gepackt. Hab's nicht in meine Currency-Stash-Tab gepackt, sondern in meinen Verkaufs-Stash für ein C aufwärts. Bist du noch am Stream? Schon Ninja. Ja, was? Bist du noch am Stream? Ich mach jetzt aus. Dann danke fürs Zuschauen, bis später.